Ja, es geht weiter mit Assassin's Creed Valhalla. Moin, hier ist der Angelus. Das ist mein zweiter Durchlauf hier in der vergessenen Saga. Und das zweite Mal bin ich jetzt hier im zweiten Feuergebiet. Ich hole mir jetzt da vorne für meinen Speer eine Waffenverbesserung, damit der mehr Schaden macht. Und mal gucken, wie es weiterhin verläuft hier. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zum Let's Play. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Natürlich, selbstverständlich. Ah, brauche ich eine Pfeile? Ja. Pfeile nur, um sie herumzutragen. Natürlich nicht, um sie zu benutzen. Guck. Okay, wir können uns den da holen oder dies. Halt! Arbeiter zusammenlich! Haben die mich gerade aus den Augen verloren oder tun die nur so? Der da macht gar nichts. Interessant. Ich kann hier aber auch nicht so lange hocken, weil. Das Blut soll fließen! Die haben mich nicht gesehen. Oder die haben mich gesehen. Ich konnte mich nicht mehr verstecken. Interessant. Sonst geht man ja mal automatisch wieder raus aus dem. Drauge hier rufen. Der Große ist da erstmal schon mit beschäftigt. Finde ich ganz gut. Und jetzt ist nur noch der Dicke da. Vorsicht bei der Landung! Und von mir. Gut nochmal ausgewichen. Und da geht er down. Hat ein bisschen lange gedauert. Der Feuerkreis ist jetzt schon fast halb voll. Also noch in das andere Gebiet zu laufen. Wäre natürlich wieder riskant. So, haben wir die Waffenverbesserung. Oder Erinnerung? Nein, hier Waffenverbesserung. Für den Speer natürlich. Sehr schön. So, habe ich mich verloren? Nee, ich bin voll. Weil da vorne auch schon wieder der Hirsch ist. Drüben wären nur Erinnerungen, oder? Naja, ich gehe aber mit vollem Leben weiter jetzt. Die Erinnerung will ich jetzt nicht haben. Gehe ich einfach hier runter. Wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden, ne? Für die Zwerge. Suchst du ein Schnäppchen? Nicht nur ein Schnäppchen. Lass uns über das Geschäft sprechen. Hoffentlich hast du was Besseres dabei als letztes Mal. Eine Sense? Wird ja mal schlimmer, ey. 82 Schaden. Blitzpfeil. Thors Zorn ist doch, glaube ich, ganz geil. Halte R2, um einen verheerenden Blitzangriff aufzuladen. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto stärker wird der Angriff. Ah, in der Zeit, wo das Ding auflädt, kannst du natürlich getroffen werden. Erhalte 20% mehr Erinnerung. Angriff erhöht sich, je weiter du vom Gegner entfernt bist. Ich stehe doch immer dran als Nahkämpfer. Verbessere alle Schilde und Waffen, die du momentan besitzt. Auch nicht schlecht, oder? Die Fähigkeit hier mit Aufladen ist immer so. Ja, macht viel Damage und so, wenn du zum Schlag kommst, aber wenn du dabei unterbrochen wirst, ist doof. Ich verbessere einfach nochmal die Waffe. Guck mal, jetzt ist die schon in Gold. Jetzt habe ich noch 200. Da reicht doch nichts mehr, ne? Nee. Das war's. Aber ganz gut. Ganz gut so. Wir haben noch eine Waffenverbesserung auf der Insel hier. Wäre dann ja auch nicht schlecht, dann ist die Waffe dann schon auf Maximum. Den Geier hier. Da drüben wäre die Waffenverbesserung. Ja, es ist ein Typ, den ich wieder ausschalten muss. Okay, und hier unten hätten wir eine Rune. Beides holen ist natürlich erstmal wieder ein Risiko, weil hier gibt es, glaube ich, keinen Hirsch mehr. Welchen Weg gehe ich denn darüber? Dann hier runter, oder? Die Rutsche nicht. Ich springe jetzt hier runter. Oh, scheiße, ey. Fallschaden. Ich hasse Fallschaden in solchen Spielen. Gibt doch gar keinen Sinn, ey. Wir spielen Harvey. Der hat keinen Fallschaden, eigentlich.
Hatte ich in Ragnarok jedenfalls nicht. Dann schon bevor der sich wieder umdreht hier und hier Stress macht. Natürlich überlebt er das. Ist auch der Anführer. Nein, wirst du nicht! Doch! Nice, die anderen haben es nicht mitgekriegt. Oder dreht sie sich gerade um? Dreh dich nicht um. Er hat sich umgedreht. Ich habe gesagt, du sollst dich nicht umdrehen. Geht weg. Ah, diese Feuertypen sind auch immer anstrengend. So, Waffenverbesserung. Nice. Maximiert, wenn es nicht weitergeht. Hier ist jetzt göttlich. Und ja, dann sind somit alle gestorben. Jetzt, wo ich den Tod bestätigt habe, sind alle tot. Kann ich mir noch die Lebensverbesserung holen, vielleicht? Ist ja noch Zeit, ne? So, was hat jetzt die Waffe hier noch Schönes? 92 Schaden hat sich gar nicht so stark verändert. Ey. Göttlicher Speer. Das war aber gut. Da hätten wir die Rune oder Lebenspunkte. Lebenspunkte wären super, weil dann steigen die über 200. Wenn ich vor dem Boss dann noch beim Händler da mich heile, soll das vielleicht ganz okay sein. Wo seid ihr denn alle? Das Glück ist mit uns. Oh, den hast du schön da runtergeworfen, Drauge, ey. Nice one. Vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt auf der Brücke kämpfen. Der fällt leider nicht runter. Nein. Da ist Axt im Kopf. Tragen? Ich will ihn nicht tragen. Digga, was macht ihr denn da unten, ey? Verbrennen, ne? Das wirst du bereuen. Na, so heiße Füße oder was? Ihr seid selber da reingegangen. Und der verbrennt sogar noch. Okay, sind heute nicht die hellsten. Aber ich auch nicht, deswegen gleicht sich das Ganze wieder aus. Wie kannst du? Das ist Zeitung! Und tschüss. So, damit hätte ich die Lebenspunkte auch noch mitgenommen. 220 haben wir jetzt. Holen wir noch den Händler. Jetzt zur Rune gehe ich nicht. Da habe ich jetzt nur noch die Hälfte Lebensbalken. Gehen wir weiter. Aber cool, dass der Drauge dann einen auch von der Brücke gestoßen hat. Das war nice. So, da drüben könnten vielleicht Zwerge eingeschlossen sein, aber ich habe jetzt den Schlüssel nicht, ne? Diesmal noch nicht. Hier komme ich aber auch nicht rüber. Da kommst du gar nicht rüber. Da kannst du von da hinten vielleicht auch nicht. Ist ja kein Seil gespannt darüber. Vielleicht ist das, wenn man die Quest fertig hat, dass dann ein Seil gespannt wird, dass du da hin kannst. Hier ist ein Zettel. Kein Seilflickerei. Diese Seile dürfen nicht geflickt werden. Die stehen dafür, wie es früher lief, nicht unter Dorf. Okay. Wenn ich jemanden dabei erwische, endet der oder derjenige mit eben diesem Seil um den Hals. Durfte Trotzende. Der hat bestimmt den Schlüssel und die Zwerge. Okay, wenn ich die Quest hier mit dem Zwergen fertig kriege, dann kann ich darüber in die Basis und dann gibt es da bestimmt irgendein cooles Item oder so. Aber die Zwerge musst du natürlich erstmal finden. Da können wir Fähigkeiten verbessern oder noch eine Rune nehmen. Ich habe den jetzt gar nicht von Kelch getrunken, ne? Na, war vielleicht doch gar nicht so schlecht, das nicht zu tun. Da vorne ist noch ein Hirsch. Cool. Es kommt noch ein Händler und dann noch ein Hirsch. Sieht gut aus. Auch hier keiner, der einen Schlüssel trägt. Sonst hätte ich den jetzt schon erscannt. Ärgerlich. War hier nicht eben noch jemand? Den Großen werde ich, glaube ich, nicht töten können. Hier kann ich gar keinen töten von denen.
Wenn wir den mit der Axt schwächen, der sieht gefährlicher aus. Die sind alle groß, die Gegner hier. Ich hol zwei Drauge raus. Nein, keine Animation. Da stehen gerade ganz schön viele. Kein Grab kann meinem Ruhm standhalten. Voll, voll, voll. Einer ist wieder tot. Das sind ganz schön fette Kriegen. Und viele. Nein! Oh, 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 oh. Das könnte tot sein gleich. Eieiei. Ei, ei. Nein, nicht den. Achtung, da kommt einer. Kein Grab kann meinem Ruf standhalten. Der belebt die. Und ich hänge da immer noch die ganze Zeit in der blöden Animation fest. Nein. Ich war... Hör doch mal auf den Anzug visieren. Ich will laufen. Diese Steuerung. Ich kann doch hier noch den Hirsch jetzt benutzen. Also anvisieren ist R3, ne? Wenn ich gleichzeitig sprinten will und den Gegner nicht mehr anvisieren will, dann muss ich beide Sticks drücken. Einmal den linken fürs Sprinten und den anderen, um den wegzuvisieren und gleichzeitig die Tasten drücken. Der Toten ist Eile geboten. Ist aber auch der Fotomodus aktivieren. Das ist immer das Dilemma bei der Sache. Ich zermalm deine Knochen! Okay, hat nichts gebracht. Ich habe jetzt hier, was immer da oben war, nicht gekriegt. Zu lange gebraucht. Ich hätte den ausschalten müssen, der die ganze Zeit die anderen wiederbelebt hat. Dumm gelaufen. Gehört dazu. Dann bin ich jetzt hier. Hey, wenn man so einen Bereich betritt, müsste eigentlich der Kampfmodus sofort weg sein, ey. Der Waffe weggesteckt. Reicht das jetzt? Dankeschön. Hast du ein Schnäppchen? Und dann hole ich jetzt Lass hier noch die Heilung und versuche dann den Boss nochmal. War ja kein guter Run. Hat noch nicht so besonders viel Spaß gemacht. So, Lebenspunkte sind jetzt aber voll. 220. Die Waffe ist auf göttlich. Mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. Wenn es nicht klappt, kann man ja immerhin wieder von vorne anfangen. Dein Schicksal beschämt mich, Hjalmgunnar. Ich hätte dir den versprochenen Sieg geschenkt. Das ist das gleiche Gespräch. Ich scheiß auf deine Scham. Ich verlor mein Leben und mein Reich und werde erst ruhen, wenn ich deins vernichtet habe. Kann wieder kein Drauge rufen. Hat in dem Moment die Kugel gerollt. Seinen Angriff wenigstens blockieren können, ne? Aber auf jeden Fall mit dem Speer jetzt mehr Reichweite und mehr Schaden als beim letzten Mal. Ja, wie weit soll ich denn noch weg? Da haben wir es wieder. Sprinten und den Gegner wegvisieren geht nicht. Dass er den auch wieder anvisiert. Ah, dieses blöde Schwert. Hey!
Warum müssen die Flächenangriffe eigentlich immer so groß sein? Und ich bin gleich wieder tot. Mach die schon wieder da. Das kommst einfach nicht schnell genug weg, weil du so nicht wegsprinten kannst, wenn du den anvisiert hast. Und? Ja, gibt's da überhaupt eine Safe Zone, wenn alles brennt? So, haben wir wieder ein paar Fähigkeiten hier bekommen. Und können wieder was anderes freischalten. Der Riese hat dich übertroffen. Größe führt nicht zwingend zum Sieg. Nicht? Gameplay eignet sich nicht unbedingt gut für schnelle Reaktionen. Du tust gut daran, dich hinter deinen Ungeheuern zu verstecken, Tochter Lokis. Wärst du hier, würde ich dir... Du musst nicht zur Waffe greifen, mein Gemahl. Dies ist kein solcher Besuch. Wir müssen über Baldur sprechen. Schon wieder? Wie ehrbar. Dein Schwur scheint dich nicht davon abzuhalten, dich bei deiner Mutter zu beschweren. Dieser Trollschiss hat dir also von Baldur erzählt, ja? Oder hast du mich in deinen Spiegeln und Teichen beobachtet? Ich brauche weder Thor noch Seder. Du bist am Rande Niflheims und siehst furchtbar aus. Selbstverständlich geht es um Baldur. Jötner sprechen mit Muspels Volk. Tyr glaubt, dass sie gemeinsam Asgard angreifen werden. Tyr wird wissen, was zu tun ist. Schließlich war er einst Kriegsherr. Er wird sich diesen Titel zurückholen, wenn du nicht aufpasst. Was kümmern mich Titel oder die Riesen? Ich sah Baldurs Leichnam, sein Licht erloschen. Wie kann ich dasselbe Licht auf Hels dunklem Thron sitzen sehen und nicht handeln? Du sahst ihn auf Hels Thron. Ich wusste nicht, dass du ihr Schloss erreicht hattest. Nein, ich dachte nicht. Ich konnte mich nicht erinnern. Vielleicht war es eine Vision. Du bist vieles, Fürst der Fürsten, doch ein Seher bist du nicht. Sein Geist ist verwirrt. Wir sollten ihn nach Hause bringen. Ich ahne ein schwer zu entwirrendes Rätsel. Asgard wird heute nicht fallen. Ich bleibe und mache mir ein Bild, ehe ich ein Urteil fälle. Danke, dass du an mich glaubst. Ich werde glauben, was ich sehe. Danke den Nornia, dass sie mir Geduld schenkten. Okay. Ach, Hels Nebel trübt mir die Sicht. Na, seit hier Odin das Auge verloren hat, hat er ja die andere wahre Sicht noch erhalten, ne? Deswegen waren wir ja bei den Eisriesen in der Gegend unterwegs. Bei der Asgard-Erinnerung. Daher. Ist das doch. Oh. Erinnerst du dich an Chalmgunnar, den König der Goten? Aus ihm wurde ein missgestaltetes Ungetüm, von Hass gezeichnet. Du warst zu streng zu Brünnhild, was ihn angeht. Chalmgunnar war schon zu Lebzeiten ein stinkender Arschling. Er verdient ein solch düsteres Los. Naja, wie man sieht. Dann gucken wir mal, ob wir den Nahkampfschaden noch ein bisschen weiter pimpen können. Ausweichen wäre auch nicht so schlecht. Hier oben hin zum Beispiel. So, hier nämlich den will ich haben. Aber wenn man perfekt ausweicht, dass die Zeit verlangsamt wird, das ist immer eine richtig gute Fähigkeit. So, der kostet 100, kann ich mir nicht mehr leisten. Was haben wir denn hier unten noch? Fähigkeitenschaden wäre nicht so schlecht. Ist das hier Nahkampf? Das ist Betäubung. Chance auf legendäre Beute, kritische Chance. Gibt echt viel zu wenig Nahkampfschaden. Chance auf legendäre Beute. Widerstand wäre auch vielleicht eine ganz nette Sache. Kostet alles 100, warum ist das so teuer? Das hier ist noch auf 75. Von den 75ern könnte ich mir noch eine holen. Was ist das denn hier? Bogen-Nahkampfwechsel. Braucht kein Mensch.
Bin mit den Fähigkeiten nicht einverstanden. Ganz und gar nicht. Doppelklinge. Kampfbereit. Starte in jedem Kampf mit einem gefüllten Adrenalinfeld. Das wäre cool. In den Rücken fallen wäre auch nicht so schlecht. Es ist halt nichts mehr da, deswegen nehme ich den hier mit. Fähigkeitenschaden 75. Und das war's, mehr kann ich mir nicht leisten. Aber immerhin hier den von Tod von der Schippe springen, das besserte Ausweichen. Das ist aber eine coole Sache. Dann habe ich noch genug Punkte, um meine Klamotte zu verbessern. Nein, reicht nicht. 10 brauche ich und ich habe 7. Na super. Wie sieht's hier aus? Irgendwas Würde Tolles. Dich ein Gefallen reizen? Das kommt darauf an. Was hast du im Angebot? So. Kann ich mir auch nichts leisten. Weil das die gleichen Ressourcen kostet wie die Fähigkeiten oben auch. Also auch ein bisschen blöd gemacht. Okay, Leute, das war mein zweiter Durchlauf. Bis wieder bis zu dem Boss gekommen. Nervt ein bisschen. Also, nach dem zweiten Durchlauf muss ich sagen, wie sie das Gameplay abgeschwächt haben, nur damit das hier ein bisschen schwieriger ist. Alles so ein bisschen schwerfälliger als im Hauptspiel. Das gefällt mir nicht ganz so. Wenn, dann hätten sie doch alles gleich lassen können. Auch mit dem Sturzschaden, dass du nicht mal irgendwo runterspringen kannst und sowas. Also, sie hätten von mir aus alles gleich lassen können vom Gameplay her und das nicht noch schwerfälliger machen müssen. Ist nur meine Meinung. Dann hätte es mehr Spaß gemacht. Weil in Hauptspiel macht das Kämpfen ja viel mehr Spaß als jetzt hier zum Beispiel. Aber gut, man mag vielleicht auch an der scheiß Ausrüstung liegen, die man hat. Und die fehlenden Fähigkeiten, die Eivor mit dem, also bei über 300 Stunden habe ich da natürlich alles verbessert bei ihr. Und da spielt sie sich halt einfach auch ein bisschen frischer als dieser Harvey hier, der immer von neu anfangen muss. Na, ob auch noch ein Video kommt, überlege ich mir nochmal. Werdet ihr sehen. Wenn noch was kommt, dann ja. Und wenn nicht, dann vielleicht eher weniger. Aber durchspielen werde ich es noch. Frage ist nur dann, wann ich Zeit finde, das dann zu streamen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.